Ich freue mich auf diese streitfreudigen Gäste. Franziska Reich ist bei uns, künftige Chefredakteurin des Magazins Focus. Herzlich willkommen. Ich begrüße Stefan Andreas Kastorf, publizistischer Herausgeber des Tagesspiegel. Wieder bei uns ist Peter Stefan Herbst, Chefredakteur der Saarbrücker Zeitung. Und ebenfalls wieder am Tisch Melanie Ammann. Sie gehört zur Chefredaktion des Spiegel und zum Leitungsteam des Hauptstadtbüros des Spiegels. Ja. Also Paukenschlag diese Woche, als der Vizekanzler sich im Tagesthemen-Interview mal so richtig Luft machte über die Zustände in der Koalition. Hier ist der Gesetzentwurf an die Bild-Zeitung und ich muss also unterstellen, bewusst geleakt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden. Und insofern sind die Gespräche, wie finanzieren wir es genau, eine abgestimmte Ressortvorlage, eine Einigung möglicherweise mit den Koalitionspartnern zerstört worden. Wahrscheinlich mit Absicht zerstört worden, des billigen taktischen Vorteils wegen. Hochdenkt man, hat er sich da versprochen, hat er das Herz auf der Seele gehabt? Nein, er holt Luft und dann legt er noch mal nach. Es hat dem Vertrauen in die Regierung geschadet. Und eine Regierung, die das Vertrauen verspielt, hat natürlich ihr größtes Pfund verloren. Das heißt, wer Transparenz so interpretiert, dass er andere Leute anschwärzt, zerstört wahrscheinlich mit gutem, also mit Bewusstsein, das Vertrauen in die Regierung, das ist in diesem Fall passiert. Tja, Frau Ammann, was ist da im Moment los? Geht es um Stil und Stimmung? Wo gibt es die Konflikte? Die Nerven liegen blank. Man muss sagen, einerseits das, was Robert Habeck sagt oder beklagt, ist gängige Praxis für uns politische Journalisten. Wie Max Raabe sagen würde, Geheimnisse kriegen wir raus. Also das ist unser Ziel, Gesetzentwürfe möglichst früh, politische Vorhaben der Regierung möglichst früh rauszukriegen und auch darüber zu berichten. Aber ich glaube, was ihn eher wurmt, ist eben, dass die Verhetzung aus seiner Sicht, die sich daraus ergeben hat, nämlich, dass auch Koalitionspartner über ein im Prinzip beschlossenes Projekt, das er umsetzen sollte, dann so gegen ihn geschossen haben. Mhm. Frau Reich, wie nehmen Sie die Stimmung wahr in dieser Regierung jetzt im Moment? Hochbrisant. Also ich glaube nicht, dass diese Koalition kurz vor Ende steht. Aber ich glaube, dass sich permanent die Protagonisten und Protagonistinnen Verletzungen zufügen, die einen politischen Preis nach sich ziehen. Insofern halte ich das, was an Eskalation gerade zwischen den Handelnden passiert, für gefährlich. Wir befinden uns in Jahr 2 dieser Koalition, also nicht im Vorwahlkampf. Aber eigentlich sehen wir Diskussionskultur wie in einem Vorwahlkampf, als ginge es jetzt schon darum, sich nur selbst zu profilieren. Spannender Punkt mit den persönlichen Verletzungen. Danke, dass Sie in den sozialen Netzwerken dabei sind, bei Tagesschau und Presseclub. Und danke für Ihre Rückmeldungen. Eine Frage, lieber Herr Kastorf, auf Twitter gebe ich gleich weiter. In der Politik geht es immer um die Einigung verschiedener Interessen. Hat es in Koalitionen nicht immer Streit gegeben? Ja. Warum jetzt diese Panik? Naja, also ich erinnere mich, das hat auch, glaube ich, der Kollege Hickmann im Spiegel geschrieben, in einem Morning Newsletter, fand ich ganz witzig, mal dran zu erinnern, wie es 2013 war, Gurkentruppe und Wildsau und was weiß ich. Ja Gott, was haben wir denn gedacht? Politik ist ja nicht Gesang für eine Harmonie. Die dürfen sich auch mal streiten. Ich finde es auch ganz richtig, denn es hat noch nie eine solche Herausforderung für eine Bundesregierung gegeben wie für diese. Und wenn es da jetzt keinen Streit gäbe, würde ich mich wundern. Streit muss natürlich nicht immer mit Auseinandersetzung persönlicher Art verbunden sein. Das wäre hilfreich, wenn das unterbliebe. Aber in der Sache wünsche ich mir schon Auseinandersetzung. Denn wir haben lauter Krisen, Bankenkrise und Klimakrise. Und man könnte sie alle aufzählen. 33 Punkte, sagt die Süddeutsche. Na gut, ich würde mal ein paar streichen wollen schon von Anfang an. Aber wenn die sich jetzt nicht streitig auseinandersetzen, wann dann? Denn der richtige Weg ist nicht einfach so zu beschreiten. Also da kann keiner kommen. Das würde vielleicht Olaf Scholz gerne tun und sagen, da gehen wir jetzt lang und diskutiert wird nicht mehr. Nein, ich glaube, das Dialogische und das Diskursive in der Politik ist nicht zu unterschätzen. Herr Herbst, alles ganz normal oder brisant, wie Frau Reich sagt? Wenn ich über Geld streitet, der hört ja auf, Politik zu machen. Wer aber nicht mehr in der Lage ist, tragfähige Kompromisse zu finden und sich solche Verletzungen zufügt, der ist kurz davor, die Regierungsfähigkeit zu verlieren. Das heißt, der Streit ist normal. Die Art und Weise, wie er gerade geführt wird, ist aber schon extrem heftig. Das war ja ein Auftritt eines Vizekanzlers, der völlig durch den Wind war
Und das Allerschrägste, nach diesen ganzen Vorwürfen, sagt er zum Schluss, das Miteinander im Kabinett ist tadellos. Wir haben gutes Einvernehmen. Mhm. Diese Koalition wird doch nur noch aus Worthülsen zusammengehalten. Und auch in Meseberg, ich fand das schon beschämend, sich hinzustellen. Und der Robert und alles ist gut. Nichts ist gut. Die haben in Meseberg sich nicht wirklich verständigt. Sie haben nicht zueinander gefunden. Und dieses Unterhaken sehe ich nicht. Und ich sehe auch nicht, dass jetzt Tempo kommt. Und ich sehe nicht, wo der Kanzler die Zuversicht hernimmt bei dem Streit. Jetzt ist mehrfach das Wort, sofort, Frau Reich, Sie können auch gerne fortsetzen, mehrfach das Wort Verletzungen gefallen. Wenn man sich streitet, im Politischen wie im Privaten, kann es um Geld gehen, kann es um tiefe Meinungsverschiedenheiten gehen. Vielleicht spricht man nicht die gleiche Sprache. Vielleicht ist da aber auch was tief Persönliches. Können Sie das mit den Verletzungen ein bisschen ausführen, warum Sie das so betont haben? Ich denke, dass eben diese Koalition angefangen hat, miteinander im vergangenen Jahr sich Ziele zu setzen, in denen war man sich einig. Über die Wege hat man sich nicht so genau verständigt. Also wie man diesen Fortschritt miteinander organisiert, war zunächst einmal nicht Teil der Diskussion. Und dann kam ein Jahr, in dem größte Herausforderungen auf diese Koalition zukamen, mit dem Ukraine-Krieg. Corona lag gerade hinter uns. Und so hat man sich da auch mit dem einen oder anderen faulen Kompromiss so rausgerettet. Jetzt aber geht es wirklich um den Weg dieser Fortschrittskoalition, wie sie hinwollen in eine klimaneutrale Gesellschaft, wie sie umgehen mit bestimmten Vorgaben aus Brüssel, wie sie umgehen mit einem aus dem Ruder laufenden Haushalt. Und da bin ich schon der Meinung, Streit ist wichtig für die Demokratie. Die Art und Weise, aber wie über eine Sache gestritten wird, ist dabei insofern wichtig, als dass es doch ein Kompromiss, um Kompromissfindung geht und nicht darum, permanent zu zeigen, wo der andere falsch liegt. Mhm. Jedenfalls in der Koalition. Frau Ammann, dann Herr Kastorf, sind die Verletzungen so tief, dass Sie sachlicher Verständigung im Wege stehen? Ich denke nicht. Ich denke, also ich war jetzt mit dem Kanzler, durfte ich mitreisen nach Japan, da war auch das halbe Kabinett dabei und dann kriegt man ja auch mit, wie die miteinander da interagieren und man muss sich ja auch klar machen, dass in der Politik da andere, soll man sagen, eine andere Leidensfähigkeit es gibt im Umgang mit, ich sage jetzt mal, Kollegen im weitesten Sinne. Also wenn wir uns nicht zufrieden sind mit unseren Kollegen, wechseln wir den Job. Das kannst du halt als Spitzenpolitiker, du kannst nicht einfach die Partei wechseln oder sagen, ich gehe jetzt dann doch zu den Grünen oder doch zur CDU oder so. Ich hab euch satt. Aber ich finde, das Problem ist, dass diese Koalition keinen wirklichen Konfliktlösungsmechanismus hat. Also die haben offensichtlich keine... Jede Koalition braucht Rituale, Entscheidungsfindungen, einfach Kanäle, über die man auch mal Frust ablassen kann und Probleme lösen kann. Die treffen sich zwar, ist ein neues Format, jede Woche vor der Kabinettssitzung zu einem langen Frühstück, was auch bisher sehr diskret abläuft, wo man selten erfährt, was die da wirklich besprechen. Aber es bringt offensichtlich nichts. Also das Kanzleramt, also Scholz und auch sein Kanzleramtsminister Herr Schmidt haben es versäumt, irgendwie eine Art der Kommunikation und der internen Mediation, Konfliktlösung zu finden, die verhindert, dass ständig zwei aufeinander einprügeln, FDP und Grüne. Und das, wenn das nicht gefunden wird, wenn dieser Mechanismus nicht gefunden wird, dann wird das eine Koalition des Missvergnügens werden und auch damit und des Scheiterns, weil die dann auch nichts auf die Kette kriegen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zum Verteidiger dieser Koalition würde, aber sagen wir mal so, was haben wir geglaubt, dass diese Koalition, die ja von sehr unterschiedlichen Standpunkten auskommt, dass die so einfach reibungslos arbeiten würden? Also, dass die FDP und die Grünen reibungslos arbeiten? Dafür muss ich sagen, ist es doch schon erstaunlich reibungslos. Ich will nur sagen, ganz ruhig, nur einen Satz noch. Eine lange Skala von reibungslos bis kurz vor dem Bruch. Das bestreite ich ja. Das bestreite ich genau, das bis kurz vor dem Bruch. Also, dass Wolfgang Kubicki Robert Habeck in einer Art und Weise angreift, die nicht geht. Das ist aber Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Bundestages, nicht Mitglied der Bundesregierung. Und das hat er dann auch zurückgenommen, hat sich entschuldigt in aller Form. Ja, immerhin, das funktioniert noch. Zum wiederholten das, Mal. Dass Robert Kubicki hat, auch kein... Herr Kastorf, er hat Putin und Habeck verglichen und dafür sich mit einer Tiefe eines Bücklings entschuldigt. Ja, auch selbst, richtig selbst so. Selbst bei ihm und seinen Ausfällen. Ja, auch richtig so. Aber tun wir das mal zur Seite. Robert Habeck ist ja nun auch ein ausgeschlafener Politiker. So macht man das halt. Es ist ja so, das ist unser Job, aber so macht man das. Man geht da hin und sagt, es ist so sehr schrecklich, dass dieser von noch nicht allen abgestimmte Gesetzentwurf in die Öffentlichkeit gelangt ist mit Öl- und Gasheizung. Und
Damit hat er mal einen Punkt gesetzt in diese Koalition hinein, dass die vor dem Bruch steht. Nicht, dass wir heute Abend unsere Worte aufessen müssen, weil die relativ rasch zu Streich kommen und 3, 4, 5 große Punkte abräumen. Das halte ich für möglich, weil der eben angesprochene Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt wahrscheinlich schon die ganze Zeit unterwegs ist, um das zu salvieren. Und weil die Staatssekretärsrunden funktionieren. Die haben großartige Leute, in den verschiedenen Ministerien. Unter anderem Herr Habeck, Brandner, andere. Die ganzen Namen sind ja bekannt oder die müsste man erwähnen. Und die werden das schon irgendwie dann so machen, dass das, was wir ja auch, sagen wir mal so, sachlich noch wissen könnten, der Öffentlichkeit bekannt wird. Das ist auch ein Problem, dass nicht alles sachlich bekannt ist. Also nochmal, ich finde, das macht man so nicht. Das macht man von allen Dingen so nicht, weil man Menschen verunsichert. Die streiten sich in einer Art und Weise und packen Sachen nach draußen, die dazu führen, dass ein Bundeswirtschaftsminister sozusagen Öl- und Gasheizungen stoppen will, aber jetzt bei jedem Installateur Gasheizungen bestellt werden. So streiten die. Er hat es ja nicht nach draußen getragen. Nein, aber noch einmal, es ist aber nach draußen gekommen, auch das passiert. Und die Art und Weise, wie man aber damit umgeht, ich muss doch, bevor ich so weitreichende Schritte mache, mir Gedanken darüber machen, ist die Zeitlinie richtig? Wie stark verunsichere ich Menschen? Wie bereite ich Menschen darauf vor, dass sich etwas ganz Maßgebliches verändern wird? Das ist genau das, was Robert Habeck beklagt. Ja, aber nochmal, er hat es an vielen Stellen auch selber nicht hingekriegt, obwohl er ja zweifellos kommunikatives Talent hat. Er ist bei der Gasumlage grandios gescheitert, hat die Menschen nicht mitgenommen. Und jetzt bei den Gas- und Ölheizungen in Privathaushalten wieder das Gleiche. So etwas muss ich vorbereiten. Da kann ich nicht einen Gesetzesentwurf aus der Tasche ziehen und sagen, ab 1.1.2024. Der 1.1.2024 ist relativ bald. Und die Menschen sind zutiefst verunsichert. Und ich komme aus dem Land, dem Saarland, mit hoher Eigenheimquote. Dort haben auch Menschen mit überschaubarem Einkommen vergleichsweise große Häuser, die können sich Sanierung und diesen Umstieg sofort schlicht und ergreifend nicht leisten. Und die gute Sache, bei der guten Sache sind Folgen und Folgeprobleme und Folgefinanzierung außer Acht gelassen worden. Das ist einfach handwerklich schlecht gemacht. Ja, handwerklich schlecht. Es ist nicht ein Problem der Kommunikation in dem Fall, weil der Entwurf, der rauskam, vielleicht zu früh rauskam, da war ja nicht das Problem, dass der zu früh rauskam, sondern dass in diesem Entwurf bestimmte Dinge nicht enthalten waren. Ja, dass unklar war, wie sollen die Leute das bezahlen. Und das ist das Problem. Frau Reich darf noch, und dann komme ich zu den Öl- und Gasheizungen mit einer Frage an Sie alle. Ich wollte nur einmal sagen, ich glaube, keiner hier am Tisch glaubt, dass heute Abend diese Koalition zu Ende wäre. Sondern wir alle, glaube ich, gehen davon aus, dass sie später dann am Abend werden wir erfahren, wie sie in trauter Einigkeit bestimmte Dinge abräumen. Und man fragt sich dann bei den Kompromissen, ob der Krach vorher... Das haben Sie aber der letzten Klausur auch gemacht, vor einem Jahr schon mal gemacht. Das ist Ritual, ne? Genau, aber die Frage ist ja, ob der Streit vorher diese Kompromisse wert war. Und ob die Verunsicherung der Menschen diese Kompromisse am Ende eigentlich rechtfertigen. Und da denke ich schon, eine Koalition ist natürlich, kann sie miteinander streitig diskutieren, ob bestimmte Wege richtig sind. Aber wenn ein Wirtschaftsminister von Zerstörung des Vertrauens spricht, von absichtlichem Vorführen, wenn auch in anderen Bereichen auch die hinteren Reihen sich nach vorne wagen und sagen, es ist Rot-Grün habe eine Verschwendungssucht und sei alkoholabhängig mehr oder alkoholabhängiger, weil sie so dem Geld hinterherjagen, dann denke ich schon, der Ton ist einfach nicht angemessen dem Ernst der Lage, tatsächlich der Verantwortung, die diese Regierung trägt. Sie haben die Stimmung, den Umgang, die Verletzungen beschrieben. Niemand am Tisch sagt, das führt bald zum Bruch der Koalition. Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, wie, sag mal, normal das in einer solchen Koalition ist. So viel zum Stil und zur Stimmung. Jetzt haben wir ja folgende Situation. Früher hatten wir in Deutschland abwechselnd eine gesellschaftliche Mehrheit, die regiert hat, und eine gesellschaftliche Minderheit in der Opposition und umgekehrt. Und Koalitionen gehörten im Wesentlichen zu einem Lager. Das ist schon länger nicht mehr so, weil die Lager keine Mehrheiten mehr haben. Jetzt hat die Koalition es zum Beispiel beim Thema Öl- und Gasheizung mit einer Öffentlichkeit zu tun, von der ein Teil radikale Veränderungen will und ein Teil Angst davor hat, dass man das nicht bezahlen kann und das alles zu schnell findet. Das ist die gesellschaftliche Ausgangssituation. Jetzt haben Sie, glaube ich, Frau Ammann, was gesagt, was ich interessant finde. Sie haben gesagt, diese Koalition hat keine Mechanismen, mit diesen Konflikten umzugehen. Die Konflikte sind die Ausgangssituation, weil wir in der Gesellschaft uns, ist ja auch gut so, nicht einig sind. Wie würden denn diese Konflikte am Beispiel Öl- und Gasheizungen aussehen? Also Sie haben beschrieben, wie man es nicht macht. Aber was wäre denn der Weg und der Umgang?
Also der Weg und der Umgang wäre gewesen, dass man sich intern verständigt, beziehungsweise haben Sie ja im Koalitionsausschuss vor ein paar Monaten wurde, oder ich glaube vor einem Jahr sogar schon, wurde festgelegt, wir wollen dieses Heizungsthema angehen. Robert macht das. Da war die FDP auch im Prinzip mit an Bord bei diesem Projekt. So, und jetzt bei aller Belastung, die man mit dem Ukraine-Krieg hatte, wäre es ja sinnvoll gewesen, dass man gemeinsam mit dem Kanzleramt sich hinsetzt. Ich meine, Frau Geiwitz war mitbeteiligt an diesem Entwurf. Das ist ja auch irgendwie so der Treppenwitz, dass alle jetzt auf Habeck einprügeln. Und die Genossin des Bundeskanzlers hat da ja genauso viel mitgearbeitet. Trotzdem wird von der SPD draufgehauen. So, und dass man irgendwie in einem Format sich überlegt, was sind die sozusagen, das wird so und so viel Kosten voraussichtlich, was sind die Entlastungsmöglichkeiten, die wir da machen? Und dann machen wir ein grobes Konzept. So. Stattdessen kommt Herr Habeck mit einem erstmal groben Konzept, was alles, wie diese Heizungen eben weggefetzt werden sollen. Aber es fehlt der Teil, wie Sie ja zu Recht sagten, der die Leute dann auch beruhigt hätte und ein bisschen aufgefangen hätte. Und dann geht das Geschrei los. Glauben wie genau Sie, man das organisiert, das muss sich das Kanzleramt überlegen. Aber es muss dieser Weg gefunden werden. Zwischenfrage. Ich habe beschrieben, dass das ein klassisches gesellschaftliches Konfliktthema ist. Glauben Sie, dass es Absicht war, dort genau eine Seite dieser Konfliktgemeinschaft zu bedienen? Sie oder meinen, durch das Herausgeben des Entwurfs? Oder nein, war es Konzept, einen solchen Gesetzentwurf zu machen, der einen Teil der Bevölkerung ängstigt und einem anderen Applaus abnötigt? Oder war es ein handwerklicher Fehler? Nein, ich glaube, es war tatsächlich, es ist halt in der, muss man sagen, in der grünen Denkwelt. Das ist in der grünen Denkwelt von Herrn Habeck, was auch dafür wird er auch gewählt, dafür von seinen Anhängern, dafür werden die Grünen gewählt. Das ist halt deren Vorstellung, halt dann vielleicht aus 100%, 150% zu machen und um da in die Vollen zu gehen. Und ich glaube tatsächlich, dass da nicht so sehr darüber nachgedacht wurde, was das psychologisch für viele weite Teile der Bevölkerung bedeutet. Es war eher ein Versäumnis als böse Absicht. Darf ich noch mal einen Schritt zurück machen? Also wir haben uns über die Ästhetik des Auftritts unterhalten. Das ist so, so Gesetzentwürfe, das ist nämlich üblich. Die werden geschrieben und dann werden die reingegeben in die Ressortabstimmung beziehungsweise kommen die in den Koalitionsausschuss oder die Staatssekretäre beraten ihn. Und das ist genau der Punkt, das wollte ich sagen, als ich da eben intervenierte. Das ist das, was der Robert Habeck beklagt hat. Ehe das überhaupt irgendeiner darüber reden konnte, ist das Ding in die Öffentlichkeit geraten. Okay, das ist unser Glück, wenn es so ist. Aber passiert es ist aber ja auch nicht zum ersten Mal. Es ist aber nicht so, dass er das mit Absicht gemacht hätte, um die Leute zu verunsichern. Es ist schon auch ein Momentum der Kommunikation dabei. Also, dass wir nicht wissen oder dass die Öffentlichkeit nicht weiß, dass es erst ab 2045 so sein wird, dass Öl- und Gasheizung verboten sein werden, das ist ein Kommunikationsproblem. Dazu konnte er aber gar nicht kommen, weil das Ding schon draußen war. Und das hat er beklagt und da ist er natürlich auch heftig geworden. Das zerstört Vertrauen. Da kann man sich auch die Frage stellen, wer das wohin gegeben hat, denn das kann man ja gar nicht selber recherchieren. Das wird einem ja zugesteckt. So, und was ich mir wünschte, von heute, dem Tag an, ein Sondervermögen-Konsens. Ein Sondervermögen-Konsens. Sie reden so viel darüber, dass Sie miteinander gut arbeiten wollen und können und wollten auch stilprägend wirken. Wir wollten anders sein, sagte doch Christian. Wir wollen anders sein, sagte das auch Christian Lindner. Dann sollen Sie es auch zeigen und dann soll das auch unterbleiben. Und ich, nochmal, ich wünsche mir schon auch Streit. Aber alles das, was wir beklagen, der Kollege hat es eben auch gesagt, nein, es ist nicht so, als ob übermorgen da irgendeiner an die Tür klopft und sagt, jetzt reiße ich dir die Gasheizung raus. Aber auch nicht erst 2045, das ist ja schon Umwälzung. Von dann an ist es verboten. Nach dem Gesetzentwurf. 2024 wäre doch die Nein, wenn mehr als 6 Personen in diesem Raum gleichzeitig reden, kann das, kann das Publikum nichts mehr verstehen. Wer ist die 6. Person? Also die Analyse auf jeden Fall handwerklich, kommunikativ nicht gut. Jetzt gibt es ja jemanden, der heißt Olaf Scholz. Der hat das Amt des Bundeskanzlers und der hat vor der Wahl versprochen, wer bei mir Führung bestellt, der wird sie auch bekommen. Was macht der? Hat man im Moment nicht so richtig den Eindruck. Ich weiß nicht, also wie er jetzt auch in Brüssel bei der E-Fuel-Frage durch die Flure tappte. Er macht im Moment manchmal den Eindruck, als sei es irgendwie so ein Schiedsrichter auf dem Spielfeld, der versucht, nicht in die Laufwege reinzugeraten. aber am Ende ist einem nicht so richtig klar, was er inhaltlich programmatisch eigentlich möchte. Und das hat bei Angela Merkel ja wirklich lange Zeit ziemlich gut funktioniert. Nun ist es aber jetzt Nee, nicht, was sie inhaltlich wollte, sondern einfach sich ein Stück zurückzuhalten, nicht in die Laufwege zu geraten und das irgendwie so zu organisieren. Bei Olaf Scholz würde ich sagen, es gibt einfach zu viele Themen und die Themen sind wahrscheinlich auch zu groß und auch zu kontrovers, als dass das über 4 Jahre so gut gehen kann. Denn die Frage kommt ja immer wieder auf, auch das ist jetzt schon zum Ritual erstarrt und ermüdend. Der Kanzler äußert sich nicht, er soll sich mal äußern und dann irgendwann, wenn der Druck so groß ist, dann biegt er um die Ecke und äußert sich moderierend und zusammenführend.
sind. Aber so ganz klar, was er jetzt eigentlich, wofür er steht, was er möchte, das wird nicht so richtig deutlich. Ja, Herr Herbst, ich frage das, weil das ja auch zu dem Handwerk einer Koalition gehört. Ne? Da sind ja nicht nur Ministerien, die sich Gesetzentwürfe zuwerfen, sondern der Kanzler hätte da ja auch eine Rolle, die man definieren müsste. Also ich habe auch dieses Bild vom Fußball im Kopf und ich dachte so immer, Kanzler, der ist auf dem Spielfeld unterwegs, so als Kapitän, der die Tore schießt oder zumindest am Spielfeldrand als Trainer. Mein Bild aktuell, ich sehe Olaf Scholz allzu oft auf der Tribüne. Der will nicht nur jemand in den Weg laufen, der will von oben den Überblick behalten und guckt diesem Streit ja auch möglicherweise mit einem inneren Genuss zu. Ich fand heute auch bemerkenswert, dass Karla Geiwitz sagt, naja, ich stehe ja bei diesem Entwurf nur beratend zur Seite. Also das macht ja auch in der SPD-Schule, sich auf die Tribüne zu setzen. Das soll doch jetzt bitte mal der Habeck mit dem Lindner klären. Und wenn die beiden einen guten Rat brauchen, dann stehe ich als Bauministerin auch gerne zur Verfügung. Also das ist schon, ja, bei allem, was wir erlebt haben in den vergangenen Jahren und auch an einer zurückhaltenden Kanzlerin allzu oft, das ist schon sehr bemerkenswert. Und ich habe den Eindruck, es greift auf andere in der SPD über, die eine wahre Freude haben. Dann gab es heute noch diese schöne, oder gestern glaube ich, diese schöne Umfrage, wer ist für den Streit in dieser Koalition verantwortlich? Jetzt mag man zu solchen Umfragen und zum Institut stehen, wie man will, aber dass mittlerweile 56% sagen, es sind die Grünen, 36 sagen, es ist die FDP und nur 4 die SPD. Ist in einem Land, wo Streit nicht geschätzt wird, kein Nachteil für die SPD. Aber voran kommen wir so nicht. Ja, Frau Ammann, eine Frage noch zu Olaf Scholz, dann vielleicht auch noch mal auf diesen Konflikt grün-gelb schauend. Ist das nicht klug, wenn ich im Unterschied zu meiner Vorgängerin nur eine sehr schmale Wählerbasis für die stärkste Regierungspartei habe? Also es gab noch nie eine so kleine regierungsführende Partei wie die SPD. Und das auch noch eine Partei mit 2 Vorsitzenden, mit sehr gegensätzlichen Meinungen und Flügelführern ist. Also ist es insofern nicht klug, dass Scholz sich nicht zu früh verbrennt. Ich würde sagen, es ist für die nächste Wahl sehr klug, weil eben dieses Staatstragende, dieses, also mir liegen jetzt die Fußballvergleiche eher fern, aber dieses, so lass das mal den Papi machen, wenn irgendwie die Kleinen behalten sich und irgendwann tritt Scholz auf und schreibt vielleicht einen Brief. Wir erinnern uns an das Machtwort zum Thema Atomenergie. Und dann kommt irgendwie ein Brief aus dem Kanzleramt, sagen, das machen wir jetzt so. Und natürlich ist das Ziel, und das hat schon eine gewisse Chuzpe irgendwie dabei, den Leuten zu suggerieren, ja, also in diesem Chaos, da ist der Kanzler der mit dem kühlen Kopf und der macht das auch, der redet nicht schlecht über andere, der sorgt lieber dafür, dass Genossen schlecht über die anderen reden oder duldet das. Und also das ist natürlich eine ganz klare Strategie, sich dieses Staatsmännische zu geben, dass man bei der nächsten Wahl dann auch wieder als der das Ganze zusammenhält und den Laden moderiert und am Ende ja auch ein gutes Ergebnis herbeiführt. Das werden wir heute auch nach dem Koalitionsausschuss sehen, dass er dann sagt, ja, die ganze Aufregung, aber schaut mal her, wir haben jetzt hier 5 Beschlüsse und das läuft doch hier, der Laden. Also das ist seine Strategie und die könnte auch aufgehen, glaube ich. Sie sind dran. Könnte aufgehen, genau. Ich lese gerade. Dass sie gut ist, habe ich damit nicht gesagt. Nein, habe ich auch nicht gesagt. Ich lese gerade was ganz Spannendes im Gästebuch. Kurze Ja-Nein-Frage, Barbara Altmann. Sind nicht auch die Medien, hier die Bild-Zeitung, verantwortlich? Gehört es tatsächlich zur Aufgabe der Medien, Unfertiges zu veröffentlichen und damit noch Öl ins Feuer zu gießen? Jemand, der Frau Altmann zustimmt? Wir vertreten die Partei des Journalismus. Unsere Aufgabe ist, zu informieren. Und wenn uns das möglich ist, dann wird das auch berichtet werden müssen. Denn Tatsache ist, dass es zu den Planungen der Bundesregierung gehört. Ja. Dass das unglücklich ist, weil es so gelaufen ist, das ist wiederum eine Frage, wie man das zusammenbringt. Ja, Sondervermögen, Konsens, wäre schön. Ich will nur zu Olaf Scholz sagen, er sagt ja mal auf die Frage, was er sich wünsche, Coolness. Also ich habe ein ganz anderes Bild von dem. Der ist, was haben wir denn geglaubt? Da kommt der erste Bürgermeister Hamburgs, der hat auch in Hamburg schon so regiert. Die Grünen wussten, wie er regiert. Der regiert so. Der wartet ab. Der kann stoisch blicken, das hat er in den ganzen Wahlrunden gezeigt. Der kann unheimlich aushalten, der wartet. So, und dann kommt er und entscheidet und dann gefällt es nicht jedem. Sagen wir so, ich glaube, er möchte etwas werden, was er vielleicht nicht werden wird. Das ist schon so der Steve McQueen dieser Bundesregierung. Also mit kühlem Blick. Bei Ihnen funktioniert das Narrativ schon, glaube ich. Die Kopplung des rhetorischen Gegners mit negativen Argumenten. Ich habe nicht gesagt, dass es funktioniert. Ich habe gesagt, was er werden will. Und ich glaube, dass er versucht, auf diese Art und Weise auch im Gegensatz zu der vorher regierenden Kanzlerin zu bilden und zu sagen, ich entscheide dann, wenn es zur rechten Zeit das Angemessene
Das ist ja, er sagte auch in der, haben wir auch gehört, er sagte in einer Fernsehsendung, vertrauen Sie mir. Und guckte dann in die Kamera, vertrauen Sie mir, das ist das, wie er denkt. Und am Ende allein, lass die sich streiten, das ist nicht Papi, sondern das ist so dieser, der coole Chef. Lass sie sich streiten und am Ende entscheide ich. Aber und der ob das so verfängt, andere Frage. Und jetzt, Frau Reich, würde ich gerne einen Schnitt machen und mal in die Inhalte reinschauen. Es ist von Herrn Herbst schon zitiert worden. Der öffentliche Eindruck ist, dass Grüne und Gelbe, FDP und Bündnis 90, die Grünen die Hauptkontrahenten bei den meisten Sachfragen sind. Über Öl- und Gasheizungen haben wir gesprochen. Hier zeichnet sich, wenn man Interviews heute richtig interpretiert, ab, es wird kein Verbot geben, sondern eher einen Anreiz, eine Abwrackprämie, alte Heizungen mit staatlicher Unterstützung abzubauen oder umzubauen. Also dieses Thema gehört vermutlich zu denen, wo heute Abend eine Lösung präsentiert wird. Ich nehme mal zwei andere Themen, die miteinander verknüpft sind. Die Bundeswehr soll nach Pistorius noch mal 10 Milliarden mehr Geld haben. Die Linken in der SPD und auch die Grünen wollen im Gegenzug dafür 12 Milliarden für eine Kindergrundsicherung, von der Herr Lindner sagt, die kann man auch für weniger als die Hälfte haben. Lassen Sie uns mal über diese beiden Themen, die taktisch verbunden sind, sonst nichts miteinander zu tun haben, sprechen. Was kommt da raus? Also es ist ja allgemein jetzt irgendwie verabredet worden, dass es heute Abend eben nicht um den Haushalt gehen wird. Da gilt die Schuldenbremse aus Mund des Finanzministers. Das ist unverhandelbar. Und insofern sollen die 70 Milliarden, die zu viel in den, im Verlangen der verschiedenen Ministerien drin sind, rausgenommen werden. Ich glaube, bei dem Bundeswehrvermögen, bei Herrn Pistorius, also bei diesem inhaltlichen oder bei dem inneren Druck, die Bundeswehr auch wieder auf eine solide Grundlage zu bekommen, sind sich die drei Partner relativ einig. Trotz der Linken und trotz in der SPD und trotz der Grünen, die eigentlich ja auch nicht bisher den Anschein gemacht haben, dass sie da irgendetwas gegen hätten. Bei der Kindergrundsicherung wird die ja erst 2025 tatsächlich in der Finanzierung fraglich. Insofern kann man das auch noch schön auf die lange Bank schieben. Ich glaube nicht, dass man da jetzt heute unbedingt dieses Paket aufschnüren muss, zumal es ein total kompliziertes ist, an dem auch schon SPD-Familienministerinnen sich das ein oder andere Mal versucht haben. Das ist einfach sehr komplex. Ich glaube, die werden wahrscheinlich heute dann auch noch mal durchgehen, was das Planungsbeschleunigungsgesetz und die Vorhaben des Herrn Wissing, was Autobahn und was China anbetrifft, wird man da vielleicht ein paar konkrete Lückenschlüsse, so hieß es, miteinander vereinbaren. Aber ja, das sind dann eben die Kompromisslinien. Und man ist dann auch schon wieder glücklich, wenn man halt sich bei der Hand nehmen kann und sagen kann, auf in die Zukunft. Also Bundeswehr im Prinzip weitgehend unstrittig. Ja. Kindergrundsicherung lässt sich noch verschieben. Glaube ich. Schuldenbremse steht als Überschrift, würde ich ganz zum Schluss drauf kommen, soll heute auch nicht Thema sein. Wie heißt es? Planungsbeschleunigungsgesetz? Ja, genau, diese also platt gesagt, Autobahn. Gibt es Vorfahrt für den Bau von Schienen ausschließlich oder dürfen auch Brücken und Autobahnen, wenn nötig, schnell gebaut werden? Was kommt daraus? Die werden darüber reden. Und da wird es, wenn es etwas gibt, einen halbgaren Kompromiss geben, mit dem beide halb zufrieden sind. Aber beide werden sagen, dass sie sich durchgesetzt haben. Und der Kanzler wird erfreut und strahlend dazwischen stehen, wenn es dazu kommt. Ich glaube aber schon, dass das Hauptproblem noch mal ein anderes ist, weil wir reden ja nicht von diesen Themen, sondern den vielen anderen. Egal wie viel man von den 33 Streitthemen, die die Süddeutsche aufgelistet hat, hält, jedes dieser Streitthemen kostet Geld. Und jetzt sind schon 70 Milliarden mehr zusätzlich angemeldet zu allen Sondervermögen, die auch schon da ist. Und da muss man ich gehe es gerade gedanklich durch. Alle Streitthemen kosten Geld oder gibt es? Es gibt auch ein paar, die kein oder wenig Geld kosten, keine Frage. Aber alle wesentlichen kosten Geld. Alle wesentlichen kosten Geld. Also ist es im Kern ein Streit ums Geld. Wie immer in Politik ist es ein Streit um Geld. Es gibt noch ein bisschen was anderes. So, und dann sind wir bei diesem Thema, da muss man als Steuerzahler, ob man ihn jetzt mag oder nicht, Christian Lindner ja schon ein Stück weit dankbar sein und ihn ins Abendgebet mit einbeziehen, dass er gesagt hat, so geht's nicht. Und es ist ja tatsächlich zu maßlos. Jeder ist da erstmal mit seinem Wunschpaket reingegangen. Und es waren halt eben einige dabei, wie die beiden Punkte, über die wir gesprochen haben, wo es um zweistellige Milliardenbeträge geht. Aufgabe einer Koalition ist aber auch immer, Prioritäten zu setzen und zu sagen, was ist uns jetzt besonders wichtig, weil außer Frage steht, dass man nicht alles machen kann. Und da werden die sich einigen müssen. Die werden sich heute Abend nicht auf alles einigen. Die werden 2, 3, 4
Themen präsentieren, wo sie sich näher gekommen sind oder verständigt haben. Und damit ist mit heute Abend der Streit ja nicht beendet, sondern er wird bei diesen und bei anderen Themen in der Folge weitergehen. Weil am Politikstil und an den Wünschen und an den Grundhaltungen von Grünen und FDP hat sich heute Abend, egal wie der heutige Abend ausgeht, ja nichts geändert. Mhm. Frau Ammann, also das heißt, das Problem bleibt, die Grünen haben gute Ideen und die FDP will sie nicht bezahlen. Also in meinem Nachtgebet kommt Herr Lindner noch nicht vor. Wobei ich aber sagen muss, dass, was vielleicht zu wenig auch betont wird, dafür, dass er noch keinen Kabinettsposten vorher hatte und jetzt einen, eigentlich den zentralen in der Regierung hat, finde ich, hat er sich doch bewundernswert schnell da reingefuchst, muss man sagen. Ob man jetzt politisch mit ihm einverstanden ist oder nicht, ist was anderes. Aber es hat ja bisher zumindest, gibt es keinen Anlass jetzt zu sagen, der kann das handwerklich nicht. Wo man sich bei anderen Ministerien schon manchmal fragen muss, können die das oder nicht so. Insofern beten würde ich trotzdem nicht für ihn. Aber ich finde, das Problem an diesem Koalitionsausschuss ist, das Thema Finanzen schwebt über allem, darf aber keine Rolle spielen heute Abend. Und das heißt, wie einigt man sich? Weil ein wichtiges Thema ist ja das Klimaschutz-Sofortprogramm der Regierung, was ja in alle möglichen Bereiche reingeht. Wenn aber die Finanzierung und sozusagen der generell die Haushaltsbeschlüsse für nächstes Jahr ausgespart sind, dann frage ich mich, wie macht man wieder die Rechnung über den, ohne den Wirt und vertagt die Debatte auf einen späteren Zeitpunkt. Und bei der Kindergrundsicherung ist mein Eindruck, dass da SPD und FDP durchaus dieselbe Haltung haben. Und dass mal wieder sozusagen die SPD sich nicht schnell positionieren will und die FDP sozusagen stürmen vor und wissen vielleicht auch den Scholz auf ihrer Seite, dass der auch sagt, ach, da reichen 2 Milliarden und, mhm. Und da sind die Grünen ganz schön auf verlorenem Posten, ist mein Eindruck. Herr Kastorf, Frau Reich. Also ich glaube kein Wort, dass Sie heute nicht über das Geld reden. Das ist ja, also, glauben wir das wirklich im Ernst, dass Sie heute nicht, natürlich geht es ums Geld. Und die wir reden viel über Glauben und Beten heute. Ich bete auch schon. Also sagen wir so, wir sind ja die Journalismusschule Skeptizismus. Kann sein, dass das ausgeklammert werden soll. Irgendeiner wird das Thema aufmachen und wir sagen, pass mal auf, wie können wir es bezahlen. Natürlich wird es irgendwelche Lösungen geben, glaube ich auch. Kindergrundsicherung wird kommen, aber wird vielleicht zeitlich gestreckt oder gestückelt werden. Ja, das kann man ja auch machen. Die Bundeswehr wird mehr Geld bekommen, weil das versprochen ist und weil die Polen schon sagen, wir müssen 3% der nationalen Wirtschaftsleistung ausgeben für die Verteidigung. Und das gibt Druck von den Osteuropäern. Also da wird es auch was geben. Also das wird alles sich irgendwie rütteln. Aber ich stimme Peter-Stefan Herbst komplett zu Prioritäten, Posterioritäten. Wir haben in diesem Jahr einen Haushalt von 445,2 Milliarden Euro. Da kann mir kein Mensch erzählen, dass ich nicht Schwerpunkte setzen kann. Und da bin ich Herrn Lindner dann doch dankbar, dass er darauf verweist, dass die Schuldenbremse, solange es sie noch gibt, in der Verfassung steht und dass man die einhalten soll. Das ist ein Verfassungsgebot, das ist nicht irgendwas. Ja, aber in der Verfassung steht auch, dass man Ausnahmen machen kann. Ja, aber Ausnahmen müssen gut begründet sein. Ja, ich sage ja, gut begründet sein. Und dann möchte ich einen kleinen Blick drauf werfen. Das werden die Kollegen sicherlich auch tun. Da gibt es im Haushalt den Einzelplan 60 allgemeine Finanzverwaltungen. Und wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, dann schiebe ich da so ein bisschen was da rein und dann wird das irgendwie irgendwo bezahlt werden. Das scheint mir eine Bewerbung für höhere Aufgaben. Ich habe mich nur früher damit immer beschäftigen dürfen und fand es interessant, was man da alles finden kann. Allgemeine Finanzverwaltung, Einzelplan 60. Das klingt zum Wohle. Ich wollte nur einmal anmerken, dass ich mir auch gar nicht so sicher bin, ob jetzt der Streit, der so öffentlich und dramatisch und ich weiß nicht, was auf der Bühne aufgeführt wird zwischen FDP und Grünen eigentlich der entscheidende ist. Denn ich glaube, dass die Grünen sich schon auch ziemlich stark darüber mindestens ärgern, wie sie von der SPD in Teilen hängen gelassen werden. Und ich glaube, dass in dieser, ich sprach vorhin davon, dass wir uns im Jahr 2 und nicht vor, im Vorwahlkampf befinden, im Jahr 2 der Koalition. Aber ich glaube, dass das im Moment auch wesentlich ist bei der Verstimmung eines Robert Habeck oder auch bei der Verstimmung in Weimar bei der Klausur der Grünen, dass man das Gefühl hat, ja, eigentlich sind wir hier nicht ein kleiner Partner, der sich mit dem anderen kleinen Partner zofft, sondern eigentlich haben wir echte Machtansprüche. Wir sind auf Augenhöhe mit der SPD. Und nach Umfragen waren wir im Wahljahr ja sogar stärkste Partei. So ist es. Und jetzt auf einmal ist uns die Kanzlerschaft. Genau. Und jetzt sind wir hier die Wadenbeißer, die irgendwie sich mit dem Lindner durch die Gegend zoffen. Und der Kanzler kommt dann noch mal wieder auf die Bühne und sagt, wie es so ging. Ja, das ist der Vorwahlkampf. So macht man das, wenn man wiedergewählt werden will. Wenn man es langfristig vorher plant. Ja. Aber ich bezweifle, dass nur Gelb und Grün im Moment das Problem ist. Ich glaube, dass Rot und Grün ein großes Problem haben miteinander. Ich finde das spannend. Aber zu diesem Bild gehört ja auch, dass Herr Lindner eine Partei vertritt, die zweimal aus dem Landtag rausgeflogen ist und zweimal aus der Koalition rausgeflogen ist bei den Landtagswahlen des letzten Jahres. Also auch er hat ja nicht viel Bewegungsspielraum.
Er hat, glaube ich, gar keinen. Also er ist echt unter Druck. Und insofern, ja, der macht das, finde ich, handwerklich alles prima irgendwie. Er ist aus meinem Amt, alles gut. Aber dieser Druck führt natürlich dazu, also hat jetzt E-Fuel mit diesem Kompromiss, ist es ein Kompromiss, bei dem wir sagen, puh, ein Glück, Verbrenner aus ist doch aufgehalten worden. Der Preis ist relativ hoch, den Deutschland zahlt auf internationaler Ebene, nämlich mit Image. Und auch mit Verlässlichkeit. Und man merkt aber an diesen Manövern, dass die FDP insgesamt halt wirklich auf der Suche ist nach Themen, auf die sie setzen können. Und da frage ich mich gerne immer, wer wählt die FDP dafür, dass sie jetzt besonders gut einfach nur Dinge blockiert? Also wäre es nicht sinnvoll, irgendwie mehr konstruktiver die eigenen Sachen weiter zu verfolgen und entsprechend zu pushen? Ich meine, Herr Wissing hat ein Digitalisierungsministerium. Da hört man fast nichts drüber. Also es scheint sozusagen, wenn ich mich in einer Partnerschaft oder Koalition nur darüber definiere, das Korrektiv zu sein, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich am Ende dastehe und die Leute halt genau das nicht wollen. Denn genau dieses Verhalten wurde ja, glaube ich, auch abgestraft bei den Landtagswahlen. Würde ja, aber Sie vielleicht gerne zum Schluss, Herr Herbst, wir haben die klassischen Schlussfragen schon beantwortet. Ne? Sie haben ja alles schon zum Anfang der Sendung gesagt, die kommen da irgendwann diese Nacht freundlich raus, freuen sich über Einigungen, bei denen jeder gewonnen hat. Sie haben auch schon gesagt, woraus die ungefähr bestehen können. Also das sind die klassischen Schlussfragen einer Sendung. Danke für Ihre Antworten. Ich versuche mich mal in die Perspektive der Wählerschaft und des Publikums zu versetzen. Und ich habe gesagt, vor anderthalb Jahren hat der gefühlte Stillstand in der Republik eine große Rolle gespielt. Und wir reden jetzt über kleinste Einzelfragen, aber eine Erwartung in der Gesellschaft ist, es fehlt an ganz, ganz vielem, das ich nicht aufzählen muss. Wie gibt es wirklich Fortschritt? Wie kommt man aus dem Stillstand raus? Wo liegt da die Chance? Wo wäre der Pfropfen, der irgendwie aus der Flasche fliegen könnte? Das wäre zum Schluss meine Frage. Also niemand hat die perfekte Antwort, aber sag mal, gibt es Ansätze, dass wir als Gesellschaft das Gefühl haben, hoch, endlich passiert was, jetzt geht's voran? Ich denke, die zentrale Frage ist ja, wie will die Koalition mit dem Klimaschutzthema umgehen? Und da gibt es einfach bisher keine kohärente Antwort drauf. Da gibt es so vage Aussagen im Koalitionsvertrag. Und ich denke, Fortschritt wird nur erzielt, wenn da sozusagen man sich grundsätzlich auf dieses Thema einschwört und gemeinsam und eben es nicht nur so aussieht, dass die Grünen das immer reintragen und dann von den anderen als Ökodiktatoren irgendwie geschmäht werden. Also so wird es auf die Dauer nicht weitergehen. Also wenn die da in der Hinsicht nicht irgendwie so sich auf ein gemeinsames Ziel verbindlich einigen, dann werden sie vielleicht nicht auseinanderbrechen, aber politisch scheitern. Weil dann wird bei jedem neuen Projekt dieselbe Debatte mit denselben Antagonisten wieder auftreten. Also ich glaube auch, dass es muss was passieren. Fortschritt, ich würde jetzt mal die Messlatte niedrig legen, Fortschritt zum aktuellen Zeitpunkt, damit er ankommt, würde erstmal bedeuten, dass Sie sich bei ein paar von den 33 oder wie viel auch immer Themen einigen und etwas weitergeht. Weil der Eindruck der letzten Tage, Wochen, Monate ist, da ist Stillstand und das wird nichts mehr. Also Fortschritt wäre jetzt erstmal, es geht in kleinen Schritten weiter, möglichst nicht im großen Wurf. Wenn Habeck ja ein Problem hat, dann ist das Problem von Habeck ja immer das, dass er sich selbst, seine Partei, den Haushalt, das Land überfordert. Und ich glaube, man muss sozusagen zufriedener sein, wenn es in kleinen Schritten weitergeht, als dass versuchte große Würfe immer misslingen. Mhm. Deshalb glaube ich, ist Fortschritt, dass man in kleinen Schritten weiterkommt, aber wenigstens weiterkommt. Und die Menschen den Eindruck haben, ja, das ist richtig, das ist wichtig und die sind verlässlich. Denen vertraue ich. Zurzeit ist das nicht der Fall. Ich glaube, dass sie den Fortschritt, also ich glaube, das eine ist, dass die Menschen nicht nur im Moment große Sorgen haben wegen Klimaschutz. Das wäre als Krise schon wirklich riesig, das anzupacken, sondern es ist ja in allen möglichen Belangen, in Sicherheitsfragen, auch in der Infrastruktur, im Bildungssystem. Also wohin man schaut, ist diese Gesellschaft ganz grundlegend verunsichert und jetzt auch noch mit den eigenen Häusern zu Hause und mit den eigenen Häusern und mit der Frage, wie man die dämmt und Heizung. Und ich glaube, dass das, was diese Koalition eben, wozu sie wieder finden muss, ist ein gegenseitigen Respekt vor der Rolle, die jeweils der andere spielt. Die Grünen haben eine Rolle in der Klimafrage, die sie spielen müssen. Das ist zweifelsohne so. Die SPD hat eine Rolle in der Frage der sozialen Verträglichkeit von Beschlüssen. Das muss sie auch deutlich machen. Und die Liberalen haben eine Rolle, was eben keine Verbote und was Haushaltskonsolidität anbetrifft. Das Danke müssen sie. Für die Beobachtung. Ich gebe ganz kurz Herrn Kastorf noch das Wort, weil die Zeit wegläuft. Danke. Stillstand sehe ich so nicht. Das ist eine steile These. Allein schon
der Haushalt 23 2,21 Milliarden für Energie und Umwelt, 739 Millionen für Klimaschutz, ist nicht wenig. Es gibt einen Umsteuern. Das Zweite ist aber, diese Koalition ist unterphilosophiert und hat die Regeln der Kommunikation, nämlich die Menschen mitzunehmen, auf dass sie ihnen folgen mögen und vielleicht sogar ihre Stimme geben, nicht verstanden oder jedenfalls lebt sie danach nicht. Kommunikare ist nämlich das lateinische Wort und heißt nicht nur sabbeln, sondern heißt auch gemeinsam schaffen. Und das sollten Sie bedanke mich sehr herzlich. Danke, Frau Reich, für den Hinweis auf die Rollen. Die Themen an sich sind ja unstrittig. Ja, niemand ist gegen Sicherheit, gegen Klimaschutz, gegen Bildung. Bedanke mich für die spannende Runde in der ARD, das Europamagazin, unter anderem mit dem Blick auf die Schweizer Bankenkrise. Bei Phoenix im Radio geht es weiter mit Presseclub Nachgefragt, im Netz natürlich auch. Danke, dass Sie dabei waren. Tschüss, schönen Sonntag aus Köln und lassen Sie es gut gehen. Und willkommen zurück, Presseclub Nachgefragt, im Netz, im Radio, im Fernsehen bei Phoenix und am Telefon in Trier. Mechthild Gotters, guten Tag, liebe Frau Gotters. Guten Tag. Ich wollte fragen, ob sich noch einer von Ihnen an die Koalition von SPD, von CDU und FDP erinnert, die darin endete, dass Herr Kloß die FDP als Gurkentruppe bezeichnete. Und es wird auch einen Grund haben, dass Herr Wüst und Daniel Günther sich in beiden Ländern, als sie die Wahl zwischen FDP und Grünen hatten, sich dann doch lieber für die Grünen entschieden haben. Das heißt, Sie vermuten, das Problem liegt eher bei der FDP? Ja. Ist Ihre Meinung? Also, das denke ich. Ja, nee, ist klar. Ich schaue nur in die Runde. Ich weiß nicht, ob es beifällig zur Kenntnis genommen wird oder kritisch. Die FDP hat halt diese Ressource gewählt, die sie gewählt hat. Und damit muss sie jetzt leben. Und da muss sie das Beste draus machen und darf tatsächlich nicht als diejenigen dastehen, die ständig verhindern oder bremsen. Das ist beim Verkehrsminister besonders unglücklich. Und das ist beim Finanzminister geraten. Und trotzdem ist es nicht beliebt. Die haben eben Sachen genommen, die wirklich sachlich richtig schwierig sind. Da müssen sie liefern, die müssen im Stoff sein, die müssen liefern. Und sie müssen sich dabei auch noch beliebt machen. Das wird schwierig. Sie haben hohen Einfluss, aber wussten eigentlich von Anfang an, dass sie damit kaum Sympathiepunkte machen können. Finanzminister sind nie so richtig beliebt. Nee. Frau Gotters, bedanke mich für Ihren klaren Impuls und gehe weiter nach Ortenberg zu Marc Hebbel. Guten Tag, willkommen in der Sendung. Verraten Sie mir, wo Ortenberg ist? In Hessen, im Wetteraukreis, mitten im Land. Dann Grüße in die Wetterau. Sie sind dran. Ja, mein Eindruck war bei der Wahl, dass FDP und Grün nie zusammengehen kann. Ergebnis haben wir jetzt. Deswegen sage ich, wie Franz Müntefering seinerzeit, eigentlich ist Zeit für Neuwahl. Okay. Oder liege ich falsch? Ja. Klare Botschaft, klare Frage. Liegt er falsch? Ich finde das ein bisschen vorzeitig, jetzt über Neuwahlen nachzudenken, denn es ist ja nicht so, dass da irgendjemand in eine, wie es in manchen Kulturkreisen üblich ist, arrangierte Ehe irgendwie gezwungen wurde, wo man dann erst nach einer Weile entdeckt, oh Gott, der andere säuft, zieht um die Häuser und kann nicht mit Geld umgehen oder so, sondern es ist ja sozusagen diese Reibungen, die waren ja nun bekannt, als diese Koalition geschlossen wurde. Und ich würde ehrlich gesagt dann schon auch von Regierungsparteien erwarten, dass die Wege finden, sich da zusammenzuraufen und Kompromisse zu finden. Und ich glaube, die gibt es auch sogar zwischen diesen Parteien. Das haben die ja selber am Anfang auch so gesehen. Und deswegen, finde ich, macht man es Ihnen zu leicht, wenn man Sie jetzt in Neuwahlen schickt. Herr Hebbel, danke schön. Wenn ich die Notizen hier richtig sehe, hat Rüdiger Schuld Rüdiger Schuld in Schesel, was irgendwo, ich glaube, bei Bremen ist, Herr Schuld, ja. Oder? Haben Sie eine ähnliche Überlegung? Ja, schönen guten Tag. Also Schesel liegt zwischen Hamburg und Bremen ungefähr. Ja, tatsächlich habe ich das. Und zwar, als langjähriges SPD-Mitglied habe ich die ganze Koalition nach der Wahl auch schon vor der Problematik mit Ukraine, Angriffskrieg und so weiter als zum Scheitern verurteilt gesehen. Mittlerweile haben wir Minister, die sich einfach nur profilieren wollen und so weiter von jeder Partei, ob das ein Herr Habeck ist, ob das ein Herr Lauterbach ist, ob das ein Herr Lindner ist, ob das ein Herr Wissing ist.
Letztere ganz besonders. Und ich würde einfach mal wissen, wann macht diese Koalition sich einfach mal so ehrlich und frei und sagt, wir sind gescheitert und es muss Neuwahlen geben. Aber sind Sie denn tatsächlich schon gescheitert? Also ich bin der Meinung, es gibt vieles, was im Moment nicht rund läuft. Aber bei Neuwahlen, also wir haben vor anderthalb Jahren gewählt, ich finde schon, oder ja, so ungefähr, ich finde schon, dass eine Regierung die Verantwortung trägt, miteinander so zu arbeiten, dass sie dieses Land regiert. Und zwar zumal in einer Situation, in der große Aufgaben, wichtige Aufgaben anstehen. Also das ist einfach eine staatspolitische Verantwortung, die da wahrgenommen werden muss. Und insofern wünsche ich mir sehr, und wenn Sie einen Mediator brauchen, ja, dass Sie aber irgendwie es miteinander schaffen. Ich glaube, es gibt schon auch zerrüttetere Ehen, die es auch wieder, die wieder irgendwie auf die Beine gekommen sind. Zwei Sätze. Wir haben eigentlich die Regel, dass bei Nachfragen immer nur einer am Tisch antwortet. Ich habe aber eine Rückfrage, Herr Schult. Was wäre Ihre Hoffnung bei Neuwahlen? Meine Hoffnung wäre einfach, dass sich eine Konstellation findet, die besser miteinander kann. Ich weiß nicht, ich habe Schnittmengen zwischen Rot und Grün gesehen, sehe aber da halt definitiv Gelb als Störfaktor, wenn ich mir gerade diese ganzen Umweltthematiken angucke und so weiter. Jetzt auch gerade mit EU-Parlament und dieser Streitfrage mit den E-Fuels und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, eine Wunschkonstellation in dem Fall habe ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum die SPD sich so vehement weigert, irgendwo mal eine starke Opposition zu bilden. Vielleicht wäre es einfach besser gewesen, irgendwo mal Schwarz-Gelb oder Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz in dem Fall machen zu lassen und zu gucken, inwieweit man da Oppositionsarbeit leisten kann. Herr Schult, danke. Ich springe weiter, weil ich habe das Gefühl, es gibt viele ähnliche Gedanken bei denen, die sich melden, nach Bredstedt zu Doris Dienslage. Hallo, Frau Dienslage, schließen Sie an. Was sind Ihre Gedanken? Hallo, ich habe dem Herrn Herbst sehr aufmerksam zugehört und habe mich dabei wiedergefunden. Ich bin der Ansicht, dass die Grünen erstmal die Voraussetzungen schaffen sollen für ihre grünen Wunschträume, die man ja zwangsläufig nicht ablehnen muss. Nur wenn ich mir das jetzt hier anschaue in Bredstedt, rund zwei Drittel, das ist eine Stadt von 5000 Einwohnern in Nordfriesland, die umliegenden Gemeinden sind genauso, sind alt, die Leute. Ich selber bin 75 Jahre alt. Ich habe das Geld nicht umzurüsten. Meine 8 Jahre alte Gasbrenner-Therme funktioniert. Und ich habe auch nicht das Geld, das Haus zu dämmen. Ich habe auch nicht das Geld, mir neue Fenster einzusetzen. Ich habe auch nicht das Geld, meine Fußbodenheizung mir zu installieren. Das sind Wunschräume, die bei einem Einfamilienhaus rund 150.000 Euro kosten. Die habe ich nicht, die hat mein Nachbar nicht, meine Nachbarin nicht, die ganze Straße nicht, linksrum nicht, rechtsrum nicht. Und ich bin auf dem Rückweg von Frankfurt durch zwei Staus gekommen, bin einmal durch das hessische Land gefahren und einmal durch das niedersächsische Land. Und da sehen die Häuser genauso aus. Die Landbevölkerung hat das Geld nicht. Und mit 75 bekommen sie auch überhaupt gar keinen Kredit mehr. So, und wo sollen wir hin, wenn wir unsere Häuser verkaufen? Es gibt ja noch nicht mal Mietwohnungen. Danke für Ihre persönliche Perspektive. Jetzt haben Sie Herrn Herbst zugestimmt. Deshalb frage ich mal, ob jemand am Tisch widersprechen oder andere Akzente setzen will. Nein, da wäre es halt geraten, dass der noch nicht beschlossene Referentenentwurf, der zu einem Gesetzentwurf werden soll, erklärt wird. Und erklärt wird, dass nicht jedem das Haus abgenommen werden wird oder jeder sein Haus verliert. Clara Geiwitz hat gerade damit angefangen, es zu erklären. Und wie die Fristen sind, und dass das alles, das will ich jetzt nicht wiederholen, weil es wirklich ins detaillistisch wird, aber wie die Fristen sind und was erforderlich ist, um nachher auch Zuschüsse zu bekommen. Es ist aber nicht so, wie Sie jetzt befürchten. Auch im Referentenentwurf, wenn man ihn genau liest, da gibt es im Netz genügend Hinweise, auch von Eigenheimbesitzern, die das genau aufklären, dass man nicht zu viel Angst haben muss. Frau Dienslage. Zuschuss, noch ein Satz bitte. Zuschuss ist das eine, aber man muss erst mal die Basis haben. Was nutzt mir der Zuschuss, wenn ich die Basis nicht habe? Vielleicht denken Sie darüber mal nach. Ja. Frau Dienstlage, danke für Ihre Perspektive. Gruß nach Bredstedt in Nordfriesland. Ja. Wir sind auf Nordtour bei Presseclub nachgefragt heute und landen in Niebüll. Bei Helmut Jaskula. Hallo, Herr Jaskula. Herr Jaskula, sind Sie in der Leitung? Das klappt nicht. Dann nehme ich Sie noch mal raus. Dann habe ich, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich habe Lebach
vermute es in Hessen oder Baden-Württemberg. Nein, nein, Saarland. Saarland. Im Saarland. Wahnsinn. Okay. Es gibt bestimmt mehrere. Okay, ja, glaube ich auch. Wir schneiden das raus. Jetzt gehen wir ins Saarland, nach Lebach, zu Dietmar Löw. Das wäre mal stark. Hallo, lieber Herr Löw. Ja, guten Tag in die Runde. Schön, dass Sie mich gefunden haben. Ja. Ich habe einen neuen Ansatz. Erstens mal finde ich, man sagt ja, die Politik und die Diplomatie lebt vom Kompromiss. So langsam geht mir das so ein bisschen gegen den Strich. Wir haben so, es brennt an so vielen Ecken, dass man normalerweise das Hemd hochkrempeln müsste, müsste mal gucken, wo können wir Ansatz finden und loslegen. Und nicht schachern hin, schachern her, welchen Klient kann ich bedienen. Und das Zweite ist, die Politik sollte auch mal zwei Perspektiven ins Auge fassen. Einmal die Landbevölkerung und einmal die Stadtbevölkerung. Ich habe so viele widersprüchliche Ansätze gefunden in meinem Leben, wo das eine dem anderen also stört. Also der Mensch, der am Land wohnt, hat manch, eben ist ja angesprochen worden. Ja, Frau Dinslager hat das Politik, gesagt. Genau. Sollte auch in diesen zwei Phasen mehr denken. Berlin ist nicht das Land. Dankeschön. Ja, danke für Ihre Beobachtung, Herr Löw. Wenn ich da ganz kurz was zu sagen darf, weil das ist genau ein Phänomen, was mir aus saarländischer Perspektive auch immer wieder unterkommt. Deutschland ist deutlich größer und vielfältiger als die Berliner Blase. Und einige politische Ideen und Programme entstehen aber leider nur in der Berliner Blase. Und das merkt man. Und deshalb kann die Diskrepanz auch so groß sein bei dem Thema, was zurzeit am meisten Menschen bewegt, nämlich bei der Sanierung ihrer Häuser. Ich sage danke nach Lebach, Gruß ins Saarland. Versuche noch mal in Niebüll zu landen und gucke, ob Herr Jaskula mittlerweile mit uns sprechen kann. Hallo, Herr Jaskula. Nee, Niebüll klappt nicht. Da wird schon gestreikt. Dann würde ich sagen, sind wir in Osterode am Harz bei Lutz Brinkmann. Guten Tag. Ja, guten Tag. War das nicht zu erwarten, was da jetzt passiert? Wir wissen doch, was die FDP ist. Ja? Also es ist nicht das erste Mal, dass die so einen Laden platzen lassen. Und wir wissen auch, als der Herr Merz seine Antrittsrede gehalten hat, da hat er sie ja quasi schon eingeladen zum Koalitionsbruch. Ja, und die müssen sich jetzt beeilen, weil die haben schon ein paar Wahlen verloren und das wird so weitergehen. Und da werden die ganz sicher auch noch ein paar verlieren. Und dann sind sie nichts mehr wert. Die müssen jetzt in die Strümpfe kommen. Und ich kann Ihnen versichern, das werden die tun. Okay, Prognose, die FDP kommt in die Strümpfe. Jemand, der... Die Frage ist, wodurch die FDP in Strümpfe kommt. Ne? Also wir haben jetzt gerade in dieser Woche mit Herrn Lindner auch einmal die Frage angestupst in einem Interview, ob er lieber mit der CDU eigentlich zusammen wäre, ob das einfacher wäre. Und seine Antwort war, nein, nicht einfacher, nur anders. Und ich Zumal glaube, er dann die CSU auch wieder mit an Bord hat. Auch. Kann. Also egal in welcher Konstellation, muss jeder eben schon irgendwie versuchen, sein Profil zu finden und dann auch zu leben. Und vielleicht liegt darin die größte Herausforderung für die FDP, dieses Profil positiv zu beschreiben. Mhm. Also nicht im Anti, sondern im Positiven zu sagen, wer sie ist. Herr Brinkmann, danke, dass Sie mit Werf gesagt haben. Noch was dazu sagen? Bitte, ja. Ich kann mich erinnern, in den 70er Jahren Kommunalwahlen im Altkreis Osterode, das dürfen Sie nachlesen, das kann ich belegen, da waren Sie, diese Partei sich nicht zu schade, auch eine Zählgemeinschaft zu bilden mit der NPD. Oh Gott. Okay, ja, es hat in den 60er und 70er Jahren da in der Tat Brücken und Verbindungen gegeben. Herr Brinkmann, danke. Gruß an den Harz. Und jetzt sind wir in Baden-Württemberg bei Klaus Weber in Gaggenau. Hallo, lieber Herr Gaggenau. Hallo. Nein, hallo, lieber Herr Weber. Um Gottes Willen. Hallo, Gaggenau. Ja, gut. Genau, ich habe keine Geografie studiert, Entschuldigung, Herr Weber. Gaggenau bei Baden-Baden aus dem sonnigen Baden, ja. Ah, herrlich. Haben Sie heute auch Sonne? Haben Sie heute auch Sonne? Ja, vorhin hab ich es gehabt. Ja, ah, bin neidisch. Bitte. Es ist ja an sich alles gesagt worden. FDP gegen an sich Habeck. Ja. Und meine Frage ist an Herrn Kastorf, ob er damit rechnet und mit welchen Mehrheiten es möglicherweise sogar zu einem Misstrauensvotum kommen könnte. Ich rechne nicht damit, weil die blanken Zahlen schon allen Parteien, allen Partnern in dieser Koalition sagen wird, dass sie besser jetzt keine Neuwahlen machen. Also die Grünen liegen bei 14%, die kommen gar nicht in die Nähe der Versuchung, eine Kanzlerkandidatin aufzustellen.
Das ist das Erste. Die FDP wäre draußen und die SPD wäre auch nicht so stark, dass nicht Friedrich Merz by accident gewissermaßen Bundeskanzler werden könnte. Also insofern werden die sich einigen müssen. Das ist schon so. Ein Misstrauensvotum, das müsste auf irgendwas fußen. Und das sehe ich nicht. Also jedenfalls nicht in dieser Lage und nicht bei diesen Zahlen. Also bei den blanken Zahlen, die zu Wahlen führen. Und das ist wirklich auch schon ein einigendes, sagen wir, Momentum, glaube ich. Dann stelle ich die Frage mal anders, nämlich so wie Johannes Zonker bei YouTube. Ist eine Neubildung einer Koalition möglich? Neubildung heißt ja für mich, man verabredet sich neu zu einer Kanzlerwahl. Ohne das Volk wählen zu lassen. Ne? Also wie bei Helmut Kohl damals. Also so wie, es wird ein Kanzler im Bundestag gewählt, der nicht Helmut Schmidt heißt. Aber das setzt ja voraus, dass das geschieht, was der Zuschauer gefragt hat, nämlich dieses Misstrauensvotum, okay, oder die Vertrauensfrage eben gestellt würde. Und als technischer Weg. Ne? Also es gibt ja nur sehr wenig, ein Kanzler, der gewählt ist, ist ja extrem fest im Sattel. Nein, das wird nicht passieren. Das kann die FDP nicht machen. Nein. Das ist also noch so eine Wende, so eine Art. Und Lindner ist nicht Genscher. Hans-Dietrich Genscher, der damals diese Wende gewissermaßen ins Werk gesetzt hat, das würde niemals gehen. Mhm. Das heißt, die FDP muss in die Strümpfe kommen. Die drei sind definitiv. Herr Habeck wird auch ein bisschen in die Strümpfe kommen müssen. Ja, ja, und man sieht ja auch, finde ich, also die Sorgen der Dame Frau Diensthage, das mit dem Thema Heizung. Insofern hat ja das frühe Leak dieses Gesetzentwurfs ja auch was das Positive bewirkt, dass da erstmal jetzt 70% wieder runtergenommen werden. Also wenn jetzt künftig nur bei den Neubauten es den Zwang geben soll, die Heizung, also keine Gas- und Ölheizung mehr einzubauen, der Rest soll über andere Reize funktionieren, dann hätte das ja fast was Positives gehabt, was Herr Habeck da beklagt. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Runde, bedanke mich bei Ihnen zu Hause. Tolle Diskussion heute und bin neidisch, dass in Baden die Sonne scheint. Lassen Sie es gut gehen. Tschüss aus Köln.